Michaela Prank von der ADV. Ich bedanke mich sehr für die Einladung, dass ich heute die Podiumsdiskussion moderieren darf. Mit mir hier am Podium ist der Leiter des Bundesministeriums für Inneres, Magister Mike Fandler. Der Abteilungsleiter für Informationstechnologie beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, Diplom-Ingenieur Dr. Ministerrat Robert Christoffel. Der Sektionschef des Bundesministeriums für Finanzen, Diplomkaufmann Eduard Müller. Der Sektionschef im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Dr. Michael Losch. Entschuldigung. Die Sektionschefin vom Bundesministerium für Finanzen, Magistra Helga Berger. Und der Geschäftsführer von Wien Energie GmbH, der Magister Thomas Irschig, neben mir gleich. Herzlich willkommen. Wir haben heute schon sehr viel gehört über neue Technologien, disruptive Technologien und wie sich die Wirtschaft verändert. Meine Frage, also es wurden auch schon vorgestellt, disruptive Technologien angesprochen mit den Beispielen Uber im Personenverkehr, ANB im Tourismus und Tesla in der Automobilbranche. Diese Themen sind uns ja alle, diese Beispiele sind uns ja alle wohl bekannt. Meine Anfrage in die Runde ist jetzt, wie kann man angesichts der neuen Herausforderungen, vor allem dieser Geschwindigkeit in der Veränderung, für einen fairen Wettbewerb sorgen? Wir waren ja gerade letzte Woche auch im Wettbewerbsfähigkeitsrat in Brüssel und da sind jetzt derzeit ganz heiße Themen und aktuelle Themen um diese Frage der Innovationen über neue Apps, Technologien und so weiter. Da geht es einerseits um das Thema der Sharing Economy, so nennt man es hauptsächlich. Sie haben es angesprochen, in den verschiedensten Bereichen, im Verkehr, Uber, aber auch Buchungsplattformen, Airbnb. Auch da muss man schon einmal unterscheiden. Manche sprechen sozusagen wollen auch mit dem Wort Sharing Economy gleich suggerieren, dass es etwas insofern Neues und auch Positives ist, dass man mit Ressourcen sozusagen sparsamer umgeht, dass man Dinge teilt. Das klingt schon einmal a priori gut, ist es auch in vielen Fällen und ich glaube, man muss hier einen offenen Zugang haben. In anderen Fällen geht es aber eher einfach darum, Bestehendes halt über Online-Plattformen zu vermitteln. Also für mich zum Beispiel am Retter offen, macht da keine Werbung, Booking.com ist einfach eine Vermittlung über eine Internetplattform. Hingegen Airbnb hat dieses neue Sharing-Element ja doch teuer, innovativer dabei, weil man eben private Wohnungen sozusagen ursprünglich teilt. Man kann das Gleiche bei eBay anschauen, wo zuerst also dieser private Versteigerungscharakter dominiert hat, wo es aber dann doch mehr einfach zu einem Online-Shop Richtung Amazon geht. Ja, also da muss man schon einmal sehr unterscheiden und dann sind natürlich einige Fragen, die sich da stellen an den Rechtsrahmen. Ja, wir haben dann schon einerseits den Anspruch, auch gerade als Innovationsministerium, dass man das neue Startup-Kultur offen gegenüber Innovation, wir wollen ja Innovationsführer sein in der Welt, also dass man diesen Dingen einmal offen gegenüberstellt und nicht gleich einmal mit der Keule des Gewerberechts kommt und sagt, das müssen wir jetzt irgendwo einordnen, obwohl es das noch gar nicht gibt. Aber natürlich in einer zweiten Linie muss man dann sehr wohl schauen, ob hier gerecht ein fairer Wettbewerb herrscht. Und da stellt sich halt auf der einen Seite die Frage, kommen wir mit den jetzigen existierenden Wettbewerbsregeln aus? Also wir haben ein Wettbewerbsrecht, wir haben ein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG in unserem Bereich. Das ist in den meisten Mitgliedstaaten so, das Wettbewerbsrecht ist sehr, sehr stark harmonisiert in Europa. Es gibt ja auch derzeit ein Verfahren zum Beispiel gegen Google, also die Europäische Kommission, Kommissarin Vestager, leitet jetzt schon seit über einem Jahr jetzt diese Untersuchungen gegenüber Google. Da geht es dann hauptsächlich darum, auf Basis des bestehenden Rechts, ob eine Marktmacht missbraucht wird. Also da muss ich zuerst einmal etablieren, dass diese neue Technologie, die gekommen ist, so weit sich entwickelt hat, dass sie nicht mehr ein neuer kleiner KMU, ein Startup ist, sondern schon so groß ist, dass sie eine fast Mehrheit der Bevölkerung oder der KMUs oder in einem gewissen Markt sie verwenden will oder sogar verwenden muss. Das Letztere wäre dann sozusagen eine
Essential Utility. Und wenn ein Unternehmen so eine Dimension erreicht, dann gilt natürlich das Wettbewerbsrecht, wo man dann sagen muss, Achtung, wenn jemand eine marktbeherrschende Stellung hat, dann darf er sie nicht missbrauchen, dann dürfen zum Beispiel Verknüpfungsangebote, Diskriminierungen und so weiter werden dann sehr kritisch gesehen. Bei kleineren Einheiten und neuen muss man, wie gesagt, aus meiner Sicht erstmal ein bisschen vorsichtig herangehen und offen herangehen, innovativ. Und auch da stellt sich jetzt aber die Frage, also europaweit, also bei vielen dieser Anbieter, inwieweit, wie man mit Diskriminierungen und insbesondere gilt hier das Schlagwort Geoblocking umgeht. Also wie weit darf ein Anlassfall war, dass Euro Disney zum Beispiel, wo man sich anmeldet, um Euro Disney nördlich von Paris zu besuchen, einen anderen Preis für auf der deutschen Webseite angeboten hat als in der französischen, und dann waren ein paar deutsche Kunden, die haben gesagt, ich kann ja Französisch, ich logge mich ein, ich gehe auf die französische Webseite und dann möchte ich es halt von dort aus buchen, ich hole mir die Karte dann ab oder zahle mit Kreditkarte, und das wurde dann so verhindert, weil der Server erkannt hat, das ist eine IP-Adresse nicht aus Frankreich, sondern aus Deutschland, und man wird dann sozusagen automatisch rerouted, also man erlaubt nicht dem Deutschen oder Nicht-Franzosen, sich über die französische Webseite eine Reservierung für den Besuch des Euro-Disneys zu machen. Das hat ein großes Aufsehen erregt, und das soll jetzt sozusagen, da muss man aber unterscheiden, ist die Konsumation der Dienstleistung dann vor Ort für alles die gleiche, dann darf eine Diskriminierung eigentlich nicht stattfinden. Das ist ein bisschen so wie bin da sofort als Tiroler erinnert an die einheimischen Skikarten und so weiter, das ist natürlich auch nicht so leicht, nicht so einfach, nicht so unheikel. Ja, das ist sozusagen ein Thema, von dem man ausgeht, also dass man Rerouting zum Beispiel, das ist jetzt seit letzter Woche ein aktueller Vorschlag, nicht verpflichtend, also es muss ein Opting-out aus dem Rerouting geben. Wenn ein Kunde sagen will, ich möchte über die Webpage den Internet-Shop in dem spezifischen Land betreten, sozusagen, dann darf ihm das nicht verwehrt werden. So wie in der realen Ökonomie, wenn ein Österreicher, ein Wiener sagt, ich habe gehört, dass die UHKern im OBI in Bratislava günstiger sind, dann kann ich ihm ja auch nicht daran hindern, dass er über die Grenze fährt und dort einkauft. Also wenn jemand diese Mühe macht und sich dann in der Landessprache oder in der geforderten dort einloggt, dann darf das nicht verboten werden. Also das ist ein ganz wesentlicher Vorschlag, der jetzt von der Kommission kommt. Ein anderes, und damit lasse ich auch schon meine Einleitung, ist das Thema Portabilität. Da geht es darum, wenn jemand käuflich ein Recht erwirbt, wenn sie zu Hause sich anmelden, Netflix, ich kenne es selber nicht, aber ich sage, wenn man sich sozusagen über ein Online-Service, ein kommerzielles, sich aneignet, sich abonniert, kann man das dann auch im Urlaub in einem anderen Mitgliedstaat verwenden. Bisher geht das nur sehr eingeschränkt oder nicht. Und da soll jetzt auch eine Regel sozusagen stattfinden, wenn man etwas in seinem Wohnort ordnungsgemäß erwirbt, dann soll es auch in ganz Europa, wenn es über die Cloud nutzbar ist, soll es nicht absichtlich eingeschränkt werden können. Es ist immer eine Frage, wenn es technisch nicht geht, kein Wunder, also ich kann niemanden zwingen, in irgendeiner Gebirgsregion dann auch noch ein Internet hinzubringen, wenn es keins gibt, aber wenn es eines gibt, dass man sozusagen bewusst den Kunden dann sozusagen blockiert und ihm das, weil man ihm sagt, du hast das Recht nur an deinem Heimatort erworben und darfst das nicht im Urlaub nutzen, das soll abgestellt werden. Also da merkt man, es sind einige Diskussionen jetzt um fairen Umgang mit neuen Technologien, die jetzt zunehmend und schon seit einigen Jahren unser Leben ja in allen Bereichen revolutionieren. Vielen Dank. Wie sieht das die Wirtschaft, Herr Ischig? Möchten Sie darauf? Ja, also wenn ich das Wort fairer Wettbewerb höre, dann kommen mir insbesondere für die Energiebranche berechtigte Zweifeln. Stell einmal eine Frage an das Podium. Wie groß, glauben Sie, ist der Anteil des Wettbewerbs beim Strompreis? Das heißt, wie viel Prozent Ihres Strompreises unterliegen dem Wettbewerb? Weiß das jemand? Traut sich jemand? Mehr als 50% oder weniger? Okay, also Viertel ist gut. Da wären wir in Deutschland, also ungefähr 25% des Gesamtstrom-Energiepreises, Netzding und Energie unterliegt dem Wettbewerb. Das heißt, der Rest ist reguliert durch Gesetze verordnet und 25% sind Wettbewerb. In Österreich sind wir noch bei 33%, aber auf einem guten Weg, uns in die
zu den 25% hinzuentwickeln. Das heißt, und wir haben derzeit einen Großhandelspreis für Strom, der sich ergeben hat aus allen Intentionen, einen fairen Wettbewerb zu schaffen, der dazu führt, dass in Gesamtösterreich keine Erzeugungsanlagen mehr gebaut werden, die nicht gefördert werden. Keine einzige. Also egal, was Sie machen, Photovoltaik, Wind, Kleinwasser, Sie bauen das, wenn Sie gefördert werden, oder Sie verstromen irgendeine Biogasanlage, dann wird auch gefördert, aber eine Anlage, die sich nur aufgrund der Marktpreise rechnen würde, wird nicht gebaut. Jetzt haben wir noch einen Kraftwerkspark, der da steht und der noch die nächsten Jahre Österreich mit Strom versorgen wird. Die Frage ist, was ist dann, wenn die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben? Und so gesehen ist es schon ganz wichtig, dass wir einen fairen Wettbewerb haben. Derzeit sehe ich nur Verzerrungen. Das geht länderübergreifend, ob Sie nach Deutschland oder nach Österreich schauen. Wenn Sie in Österreich eine Kraft-Wärme-Kopplung stehen haben, dann kriegen Sie keine Förderungen. Wenn Sie in München ungefähr 350 Kilometer weiter westlich eine stehen haben, kriegen Sie eine namhafte Förderung dafür, dass Sie eine hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung betreiben. Gleichzeitig bewegen wir uns aber in einer österreichisch oder in einer deutschsprachigen Preiszone und kaufen und handeln den Strom über die Börse in Leipzig, wo sich dann auch der Markt europaweit oder der Preis für die Zone Deutschland, Österreich, Schweiz bildet. Also das ist schon ganz, ganz schwierig, und ich könnte dann in einer weiteren Runde nur sagen, was ist denn von der EU und auch von der nationalen Gesetzgebung eigentlich alles gewünscht von der Energielandschaft der Zukunft? Und dann werden Sie sehen, das sind Wünsche, die nicht unbedingt harmonieren. Ich sage das einmal so. Aber das reden wir vielleicht in der nächsten Runde. Das ist natürlich ein sehr spezielles Thema, die Energiebranche. Möchten Sie darauf antworten? Löschen. Den Ausstieg aus, auch aus Nuklear, aber auch aus Kohlenwasserstoffen zu vollziehen. Und es war bis vor wenigen Jahren war es völlig klar, dass Photovoltaik und auch Windkraft nicht mit dem Markt konkurrieren konnten ohne Förderung. Deshalb hat vor allem Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, hat ein massives Energieeinspeisegesetz gemacht, ein Ökostromgesetz sozusagen aus Deutschland, das wirklich zu dem derartigen Boom geführt hat, dass jetzt die Probleme auftreten. Ne? Und auch Österreich hat dann im Prinzip über die letzten Jahre, das schreibt sich ja sehr in die Zielhierarchie sozusagen des Paris-Abkommens, Kyoto-Ziele, CO2-Abbau auch. Ich weiß auch, jedes neue Windkraftwerk nicht automatisch CO2 irgendwo einspart, das ist natürlich eine andere Frage wieder. Aber dass grundsätzlich es anerkannt ist und dass Österreich ja sogar diese 34% Zielvorgabe sozusagen hat in der EU gemeinsam erarbeitet und sich verpflichtet. Ja, und dass das Instrument ist die Förderung. Jetzt kommt dazu, dass der Markt gedreht hat für Gas. Das ist natürlich bitter für diejenigen Energieversorger und Betreiber, die noch vor 5 Jahren, also ich habe selber mit der Verbund im Aufsichtsrat recht viel zu tun gehabt, da hat man noch in Mellach oder in anderen Anlagen investiert und hat vielleicht noch nicht vorhergesehen, sozusagen diese langfristigen Gaspreisentwicklungen, dass nämlich der Strompreis nach unten gegangen ist und der Gaspreis eher nach oben oder sich mit dem Ölpreis jedenfalls nicht so nach unten. Und jetzt sind wir eher in der Diskussion, dass man nicht Gas verbrennt, um Strom zu erzeugen, sondern dass man vielleicht Strom mit Erneuerbaren erzeugt und das über Wasserstoff und vielleicht dann sogar noch in Gas rückumwandelt. Also diese Ökonomie der Gaskraftwerke hat sich in den letzten 5 Jahren massiv gedreht. Das ist jetzt wirklich ein betriebswirtschaftliches Risiko, das schlagend wurde bei den Betreibern. Das ist keine leichte Herausforderung, das gestehen hinzu. Ich glaube aber auch, dass Sie insofern einen wichtigen Punkt haben, dass nachdem jetzt die erneuerbare Energie, dass das sozusagen sich so, dass das funktioniert hat, also die deutsche Energieförderung hat ja funktioniert im erneuerbaren Bereich, deswegen gibt es auch so viel, auch das österreichische Ökostromgesetz war sehr erfolgreich und jetzt ist man an einem Niveau, dass sie sagen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr fair und in der Tat, wir werden jetzt auch eine integrierte Energie- und Klimastrategie noch heuer auf den Weg bringen und im nächsten Jahr ist eine
eine Revision, eine Reform des Ökostromgesetzes geplant. Und ich denke, dass wir da Konzepte andenken werden, die ja auch in Deutschland zum Beispiel hat man letztes Jahr reformiert, dass man nicht mehr einen fixen Einspeisetarif auf 20 Jahre oder 13 Jahre garantiert, dass man vielleicht ein Bietverfahren oder ein Prämienverfahren legt. Also das Problem ist erkannt und man wird, es ist auch gerechtfertigt, es war aus meiner Sicht, es war gerechtfertigt, hier dieses Incentive zu geben und es ist gerechtfertigt, jetzt hier die Förderung nachzujustieren. Das war quasi ein Exkurs in die Energiebranche. Vielen Dank dafür. Diskussion, das setzt sich ja fort. Das ist ja nicht nur, geht auch um Gesellschaft, die Verwaltung. Verwaltung 4.0 ist so ein Schlagwort. Welche Anforderungen werden in Zukunft an die Verwaltung 4.0 gestellt? Vielleicht. Nein. Ich glaube, die Beispiele, die jetzt genannt wurden, also auch sozusagen das Thema Fairness, das hat ja noch viele Facetten. Und jetzt kann ich aus quasi der eigenen Herkunft, also Finanzministerium, vielleicht noch einmal replizierend auf die ersten Ausführungen sagen, ist auch das Thema Steuern. Ja. Da habe ich die verschiedenen Varianten, also Sie haben weiß nicht, Airbnb und so weiter genannt, werden da überhaupt Steuern genannt, gezahlt, erhoben? Ist das dann eben auch ein fairer Wettbewerb zu denen, die also quasi als registrierte Unternehmen tätig sind? Das ist eine Facette. Die zweite kennen Sie auch alle aus den diversen Medien, wenn halt wieder einmal die Diskussion aufflammt, welche großen Konzerne, Google, Apple und so weiter, vor allem eben in dem Bereich der digitalen quasi Industrie unterwegs, zahlen wo ihre Steuern mit den entsprechenden europäischen, aber auch internationalen Bemühungen, also dieses sogenannte Base Erosion and Profit Shifting. Und beides zeigt eigentlich eine Facette auf, was wirklich die Herausforderung an die Verwaltung ganz deutlich auf den Punkt bringt, nämlich die Komplexität steigt. Die Komplexität steigt einerseits natürlich durch den quasi digitalen Fortschritt, der einfach in immer schnelleren Halbwertszeiten ganz neue Möglichkeiten, Geschäftsmodelle eröffnet. Und das Zweite, das ja quasi untrennbar damit verbunden ist, das ist die Globalisierung. So, und genau das trifft jetzt auf eine Verwaltung. Und auf eine Verwaltung, die aber auf der einen Seite mit immer knapper werdenden Ressourcen, sitzt meine Kollegin da, die fürs Budget auch der diversen Häuser, die hier vertreten sind, oder der Ministerien verantwortlich ist, die mit immer knapper werdenden Ressourcen diese höhere Komplexität bewältigen muss. Ne? Und das führt so ein bisschen zu einer Asymmetrie für die Verwaltung. Und in Wahrheit ist das Einzige, was der Verwaltung dann überbleibt, eben genau diese Modelle, die in der Wirtschaft, in der Industrie jetzt eben mit diesem Schlagwort, das Sie genannt haben, Industrie 4.0, versucht genau diese Modelle auch auf die Verwaltung zu übertragen. Und da kann ich jetzt nehmen dann wirklich aus dem eigenen Haus auch zum Beispiel die antragslose Familienbeihilfe, das geht so in den privaten Bereich hinein, da kann ich nennen Pilotprojekte aus anderen Verwaltungen, wo man zum Beispiel mit digitaler Spracherkennung, wenn jemand anruft und was braucht, den gleich zuordnen kann. Oder ich glaube, die Engländer haben das für 2019 oder 2020 als Piloten vor, dass man so quasi ein Just-in-Time-Reporting aus den Unternehmen für die Verwaltung macht, wo dann quasi die Finanz quasi mittrackt die einzelnen Geschäftsprozesse und so wirklich eine laufende Information über die Geschäftstätigkeit in Unternehmen hat. Da geht man natürlich sehr, sehr weit hinein. Ist auch die Frage, wie steht das im Verhältnis zu den Verwaltungslasten? Und wie weit kann hier Einsparungspotenzial auch für die Wirtschaft, natürlich um den Preis der Transparenz, also ich glaube, diese beiden Güter werden dann abzuwägen sein, erzeugen. Ja, vielleicht, wenn ich da gleich anschließen darf, sozusagen aus der Sicht des Budgets, und wir sollten uns ja auch mit den Chancen und Risiken beschäftigen. Ich glaube, dass Automatisierungen, Digitalisierungen, viele Chancen nutzt, Chancen ermöglicht, wenn man sie richtig nutzt. Okay. Wenn man sie richtig nutzt. Wir haben in der Verwaltung viele historisch gewachsene Prozesse, historisch gewachsene Kompetenzverteilungen und ich glaube, das Entscheidende, was man angehen muss, wenn man solche Automatisierungen, vor allem bei Massenverfahren, wie wir es auch im BMF machen, angehen muss, ist
dass man tatsächlich die Prozesse auch hinterfragt. Vielfach werden IT-Lösungen drüber gestülpt über bestehende Prozesse, die Prozesse werden nicht hinterfragt und vieles wird dadurch teurer. Und ich glaube, das ist ein riesiges Risiko, wenn man IT-Prozesse einfach eins zu eins umsetzt, wie sie althergebracht sind, und wenn man das nicht nutzt, um Aufgaben zu hinterfragen, um Prozesse zu hinterfragen und die Erledigungen besser macht. Das ist sozusagen für die Verwaltung eine Chance, aber gleichzeitig ein Risiko, und genauso auch für die Wirtschaft, weil es natürlich auch in der ersten Phase des E-Government-Prozesses Lösungen gegeben hat, die es nicht einfacher gemacht haben, die es nicht besser gemacht haben. Und ich glaube, diese Chance muss man nutzen. Wir haben heuer im BMF einen neuen Strategieprozess gestartet mit konkreten Projekten auch im Bereich der IT, sozusagen das Triple E. Wir wollen einfacher, effizienter und elektronischer werden. Und wir wollen es genau so versuchen anzugehen, dass wir tatsächlich auch die Prozesse optimieren und Aufgaben hinterfragen und hoffentlich damit der Wirtschaft dann auch, um den Standort zu stärken, optimierte Lösungen anbieten können, die allen behilflich sind. Als Budgetsektionschefin muss ich aber kritisch einfach auch den mahnenden Finger erheben. IT-Lösungen sind vielfach teuer und der Nutzen, der daraus entsteht, ist nicht immer gegeben, und das sollte man bei allen diesen Entwicklungen berücksichtigen. Herr Fandler, möchten Sie darauf antworten? Darauf einsteigen. Bin voll d'accord. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, bestehende Prozesse zu hinterfragen. Ich glaube, wir sind in Zeiten wie diesen in einer digitalen Welt mit Veränderungen sowohl in Staat, Wirtschaft als auch Gesellschaft konfrontiert. Ich glaube auch, dass es drei wesentliche Elemente dieser Veränderungen gibt, nämlich auf der einen Seite eine Datafizierung des gesamten Lebens, ja, also jeder produziert Daten, macht sie nutzbar, tauscht sie aus. Ja. Wir haben unter den einzelnen Proponenten, sei es jetzt Gesellschaft, Wirtschaft oder Staat, unglaubliche Vernetzung, die es zulässt, Informationen ohne Latenzzeit zu verteilen. Nicht so wie klassisch zu Radiozeiten 1:1, sondern end-to-end. Ja. Und wir haben noch den zusätzlichen Effekt, der das Ganze noch ein bisschen komplexer macht, nämlich, dass diese Vernetzungen intelligent sind, ja, dass Algorithmen dahinter stecken. Ja. Gerade als Verwaltung sind wir gefordert, diese Veränderungen nicht zu verschlafen, sprich die Logik dieser Netzwerkgesellschaft zu verstehen, wie die Welt funktioniert, ja, und dann die entsprechenden Strategien hinzubauen. Ja. Ich glaube, da hinkt man noch ziemlich nach. Für mich ist da ein wesentliches Thema, in welchen Prozessen können wir strategische Offenheit zeigen. Ja, bis jetzt wurde das diskutiert in Bereichen E-Partizipation, E-Democracy und. Ich glaube, da müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen auch in aktuelle Technologien einsteigen, und so schmerzhaft es für das Finanzministerium sein wird, auch mit solchen Technologien herumspielen, das kostet Geld, ist aber unglaublich wichtig, um es auch zu verstehen. Ja, also Code- oder IT-Systeme sind soweit, wir haben unsere robusten Systeme, die sind Corner und Angelpunkt für E-Government, das ist das zentrale Melderegister. Dazu gehört auch das Unternehmensserviceportal, um auch die andere Seite zu zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig, aber daran hängen können wir sehr wertvolle Services, aber da müssen wir herumspielen. Ja. Und da wird Code oder da werden Programme dann auch zu einem Verbrauchsgegenstand. Ja. Ich versuche es, muss es wegschmeißen und mache es nur einmal und habe wesentliche Erkenntnisse gewonnen. Abschließend, ich glaube, wichtig ist strategische Offenheit in der Zukunft. Ja. Neue Technologien sich wirklich anzuschauen und damit herumzuspielen, auch mit so lustigen Dingen wie Blockchains, wie man es mit den Bitcoins macht. Ich glaube, dass das auch Relevanz hat. Gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, dass wir die Basisservices robust und resilient aufsetzen. Ja, also zentrales Melderegister ist schon ein guter Schritt, zentrales Personenstandsregister auch ein weiterer Schritt. Und dort, wo wir auf jeden Fall hin müssen, weil die Welt immer mehr eine digitale Welt wird, ist eine gesicherte elektronische Identität. Also das ist auch ein Thema, das für uns ganz, ganz elementar ist. Ohne bestehenden Lösungen da das Wasser abzugraben, darum geht es nicht, ja, sondern wirklich die Chance zu bieten, dass jeder Bürger, jede Bürgerin
alle Proponenten in Österreich eine gesicherte elektronische Identität haben, ja, damit Services nutzen können und auch selbst frei entscheiden können, was möchte ich von meiner elektronischen Identität her zeigen. Ja. Wenn ich mit der Straßenbahn fahre, brauche ich ein Straßenbahnticket. Ja, da steht nicht drauf, dass ich Mike Fandler bin, es steht auch nicht mein Alter drauf, es ist nur eine Berechtigung und ähnliche Konzepte müssten wir berücksichtigen, die ja abschließendes Thema von einer entsprechenden Transparenz getragen sind. Ja. Wir müssen, glaube ich, auch das Thema Datenschutz neu verstehen, ja, da mehr proaktive Transparenz reinbringen. Der Handysignatur ist Österreicher da schon recht weit. 700.000 Handysignaturen haben wir schon ausgegeben, hat im vorigen Vortrag haben wir gehört. Man bekommt auch Rabatt, wenn man quasi online seine gewisse Amtswege erledigt. Das ist ja so 40% Rabatt, wenn man zum Beispiel Verwaltungsdienste online genutzt werden, steht da auf ihren Webseiten. Das sind sicher schon Schritte, die in diese Richtung gehen. Aber parallel dazu muss man ja die bestehenden Strukturen auch aufrechterhalten. Das ist ein bisschen eine Doppelgleisigkeit, weil noch nicht alle die Online-Systeme nutzen, oder? Eines darf uns nicht passieren bei allen sinnvollen Aktionen und Verstärkungen von digitalen Lösungen. Wir müssen es schaffen, alle Bürgerinnen und Bürger oder alle Anspruchsberechtigten zu erreichen. Ja, sprich, den Schritt in die reale Welt muss man immer aufrechterhalten, aber ich sehe da jetzt keine große Konkurrenz zwischen den Lösungen und ich glaube auch, dass die Kosten damit nicht steigen werden. Ja. Aber wir müssen auf jeden Fall auch das Thema digitale Welt, digitale Logik besetzen. Ja. Ansonsten verschlafen wir diese Effekte, ja, und können dann zwar nett Erledigungen mit Post zustellen, nur niemanden wird es mehr interessieren. Es ja. gibt gute Beispiele, vielleicht ist es also der Ansatz, man nennt es so Kannibalisieren. Ja, Netflix hat uns das gezeigt. Die waren einer der größten DVD-Verleiher in Amerika. Ja, dann kam die, nennen wir es mal, disruptive Technologie Streaming. Ja, und sie waren eigentlich die Ersten, die dieses Thema besetzt haben, sehr viel in Innovation gesetzt haben und auch in Forschung gesetzt haben und sich eigentlich den eigenen Markt abgegraben haben und sind jetzt einer der Nummer 1 Streaming-Dienste-Anbieter. Ich glaube, das sind so Modelle, die wir verfolgen müssen. Herr Küffler, warst du erst dran und dann kommen Sie. Ja, bitte. Okay. Wir haben jetzt gesehen, die Verwaltung, die Wirtschaft ist sehr dynamisch, wird immer dynamischer und wir im Bildungsbereich haben jetzt die besondere Herausforderung. Das wird aber immer schwieriger. Das heißt, wir haben gerade die Halbwertszeiten da durchgeschaut, wenn man die einmal wirklich durchgeht, wie nach 50%, die das Wissen eigentlich nicht mehr aktuell ist. So war das bei Volksschulen, Grundschulen bis jetzt ungefähr 20 Jahre. Das schrumpft jetzt auf 15 Jahre. Das geht sich noch aus. Das heißt, wenn ich 8 Jahre durchgehe, habe ich nochmal 8 Jahre, wo ich das Wissen anwenden kann. Wenn ich auf die Universität gehe, dann ist diese Halbwertszeit zur Zeit von 10 auf 5 Jahre, da wird schon knapp. Das heißt, wenn ich von einem Universitätsstudium hinausgehe, dann ist das erste Jahr schon nicht mehr aktuell. Und wenn ich auf IT-Technologie gehe, so reduziert sich das auf 2 Jahre. Das heißt, da wird es besonders kritisch, man kann auf das gar nicht mehr reagieren, auf Spezialwissen sofort. Und daher hat man sich jetzt spezialisiert auf Schlüsselkompetenzen. Die EU in einem Aktionsplan 2020 hat da definiert 8 Schlüsselkompetenzen. Die eine davon ist eine sehr wesentliche, die digitalen Kompetenzen. Aber dazu zählen dann auch noch sprachliche Kompetenzen, Sozial- und Kulturkompetenzen, mathematische und so weiter. Und eine ganz, ganz wichtige ist die Lernkompetenz. Das heißt, man wird davon weggehen müssen, nur reines Spezialwissen auf die Schnelle zu produzieren, weil da wird man nie am Markt rechtzeitig ankommen, sondern man wird nachhaltige Kompetenzen brauchen. Und die Lernkompetenz ist meines Erachtens eine der wichtigsten, nämlich hier Lernmethodik und Lernstrategien zu lernen, weil einfach das Lernen, das lebenslange Lernen, das lebensbegleitende Lernen, ich sage jetzt nicht lebenslängliches Lernen,
die Zeit ist vorbei, wenn man jetzt sagt, ich gehe aus der Schule, nie mehr Schule und das hat das ganze Leben genügt, sondern man muss einfach immer weiter lernen. Dazu genügt es nicht mehr, Fachwissen anzueignen, dafür gibt es genug und es ändert sich viel zu schnell im IT-Bereich. Und wenn man in die Richtung dann weiterdenkt mit dieser Lernkompetenz, dann ist eine Schlüsselkompetenz dann nicht nur der Output der Schüler, was bringt er mit, was bringt er in die Wirtschaft mit, sondern eine ganz wichtige Komponente ist die Lehrerkompetenz selbst. Das heißt, vergisst man immer wieder, der Lehrer, die Lehrerin ist sehr oft das Schlagmodell, wo man einfach sagt, die sind alle schuld, weil wir keine richtige Qualifikation mehr hat, sondern man muss in die Qualifikation der Lehrer investieren. Und da braucht man gewisse Vorlaufzeiten und deswegen ist auf die Schnelllebigkeit nicht zu reagieren, auf das kommt man nicht hin, aber wenn man generische Kompetenzen erzeugt, wie Sprache bis zur Sozialkompetenz, Kultur und so weiter, dann wird man auch auf die richtigen, also dieses Spezialwissen relativ rasch dann aneignen können. Und der umgekehrte Weg wäre ja, dass man schon richtig darauf reagiert, 10 Jahre voraus, was man einmal brauchen könnte. Und das kann man schon gar nicht mehr sagen, weil die Dynamik dermaßen groß ist, man wird einfach nicht wissen, was in der Industrie 4 oder Verwaltung 4 in 10 Jahren wirklich gebraucht wird und welche Qualifikation gebraucht wird. Dass es natürlich in der Bildungspolitik besonders schwierig ist, vorzuprognostizieren bei so einer schnelllebigen Gesellschaft, das ist klar. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aktuell einen Fachkräftemangel und auch Frauen in der Technik sind sehr wenig vorhanden. Also ich habe eine Zahl gelesen von wegen im österreichischen IT-Arbeitsmarkt fällt auf das der Frauenanteil mit 14% im internationalen Vergleich niedrig ist. Wenn man sich bei so Veranstaltungen wie der heutigen umschaut, sind auch immer im Publikum sehr wenige Damen vertreten. Wie können wir da jetzt darauf reagieren, sozusagen jetzt auch kurzfristig? Und zwar, jetzt sagt man ungefähr, Fachkräftemangel ist ungefähr 10.000 pro Jahr. Wir haben 44.000 Maturanten. In 10 Jahren nur mal 38.000. Das heißt, ein Viertel davon werden schon für die IT gebraucht. Das ist eine Illusion. So, IT-Fachkräftemangel haben wir 1998, man muss immer sagen, in welcher Qualifikationsebene, auf der Uni oder im Lehrberuf. 1998 hat man einen neuen Lehrberuf geschaffen, IT-Techniker. So, 123 Stellen sind zur Verfügung gestellt worden, Lehrstellen. Und dann ist die Internetblase gekommen. Man hat keinen einzigen davon gebraucht. Das ist ein typischer Fall der wenn man vorab in die Richtung investiert. Heute geht es wieder sehr hoch. In der Zwischenzeit war es so, dass man Software Engineering in Billiglohnländer ausgelagert hat. Das passiert auch heute noch. Aber was man wieder jetzt positiv zurückkehrt, ist Security, Cloud-Technologien und Netzwerktechnik. Da setzt man wieder auf österreichische Absolventen und nur mit der Qualifikation ist es so, dass die Qualifikation total gestiegen ist. HTL-Ingenieur ist schon zu wenig. Das heißt, ich habe jetzt einen Kollegen, der ist zur OMV gegangen, hat sich vorgestellt als HTL-Ingenieur, hat schon ein Jahr Berufspraxis, war dort mit 3 Informatikern. Na, wer hat es gekriegt? Ein Informatiker Master aufwärts. Ja. Aber der Punkt ist der, dass das Lohnniveau nach unten geht. So, es sei denn, dass man jetzt dann, man hat so eine 2000 bis 2010 ist das Work-Life-Balance so in den Vordergrund gestellt. Man sagt, ah super, das kann man kombinieren mit Internet zu Hause und so weiter, das kann man gut kombinieren. Nur wenn ich den Software-Engineer und den Security-Manager anschaue, da arbeitet der außerhalb der Arbeitszeit, meistens in der Nacht. Da kann man ein hohes Lohnniveau natürlich erzielen. Wie Sie jetzt richtig sagen, man hat zu wenig. Jetzt hat man 2 Ansätze. Der eine Ansatz war, die älteren Leute länger im Beruf zu lassen oder Frauen zu motivieren. So, da gibt es tolle Initiativen, tolle Mentorinnenprogramme und was auch immer, Girls Day, alles was MINT-Programme und so weiter. Tatsache ist, die 14%, was Sie jetzt erwähnt haben, ich habe Informatik studieren angefangen, da waren ungefähr 30% Frauen. Das heißt ein Drittel und das war attraktiv, in der Elektrotechnik, Physik waren keine und in der Informatik und Architektur waren relativ viele Frauen.
So, 90 hat es eine Trendwende gegeben und wir sind jetzt bei 14%. Das heißt, das ist rückläufig, das geht zurück. Die Frage ist, warum? Jetzt versucht man Antworten, die ich persönlich jetzt einmal sehr skeptisch sehe. Das ist das eine, man soll die Mädchen schon möglichst früh begeistern, möglichst schon in der Volksschule. Da gibt es so Programme aus England, die kommen, dass man wieder Coding macht, also Programmieren anfängt relativ früh. Der zweite Ansatz geht in die Richtung mehr Männer als Lehrer, als Vorbildwirkung der Technik. Und ein Ansatz, der mir überhaupt nicht gefällt, aber ich lasse das einmal offen, ist Mädchen und Buben im Unterricht zu trennen und gendergerecht zu unterrichten in Mathematik. Ich glaube, das geht in die verkehrte Richtung. So, die Frage bleibt mir jetzt offen, ich stelle die Frage jetzt vielleicht an Sie selber zurück. Sie sind Technikerin, was ist bei Ihnen nicht schiefgelaufen? War das Elternhaus aktiv oder war die Schule ein besonders engagierter Lehrer? Warum sind Sie erfolgreich in die Technik gegangen, was so aus dem Elfenbeinturm heraus nicht zu gelingen scheint? Ich bin internationale Betriebswirtin, habe Wirtschaft und Informatik zwar Spezialisierung gehabt. Meine Mutter möge mir jetzt verzeihen. Sie hat mich gefragt, wie ich das Studium gewählt habe, was das interessiert dich doch nicht, warum studierst du das? Also von zu Hause aus wurde mir das, mein Bruder wurde in die HTL geschickt, ich war auf keinem Tag der offenen Tür in irgendeiner HTL oder sonst was, weil für meine Mutter klar war, ich werde Kindergärtnerin. Ich habe dann irgendwann erklärt, das ist für mich nichts. Dann haben wir uns darauf geeinigt, ich werde Volksschullehrerin. Das habe ich dann bis zur Matura durchgehalten im Oberstufenrealgymnasium und habe versprochen, ich mache nachher die BEDAG, weil Kindergartenschule war für mich nichts. Und dann habe ich ihr erklärt, das ist auch nichts und ich studiere internationale Betriebswirtschaftslehre. Also wenn ich vielleicht vorher den Tag der offenen Tür bei einer HTL besucht hätte, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Vielleicht hätte ich mich dafür entschieden. Aber für mich war das einfach nur was für Jungs. Und mein Bruder war auf der HTL und das war für Mädchen einfach nicht so in meinem... Also jetzt kann man sagen, okay, ich bin im Land aufgewachsen, so weit weg von Wien aber auch wieder nicht. Aber ich habe mich halt dann dafür entschieden, aber halt dann schon mit 17, wie ich dann mit der Matura fertig war, dass ich dann sage, okay, ich mache auf der Uni etwas anderes, etwas Wirtschaftliches. Aber ja, die Entscheidung sollte eigentlich früher fallen, weil dann hätte man schon mehr Möglichkeiten und dann wirklich auch was Technisches zu ergreifen. Noch ein kurzer Nachschlag. Statistik ist so, dass 50% der Mädchen in geschlechterspezifische Stereotypen noch weitergehen, also 24% sind Einkaufsfachkräfte, 12% Friseurinnen. Und wenn man jetzt die spezifischen IT-Sachen anschaut, wie Security, ich war jetzt gerade bei einer Veranstaltung, dann behaupte ich, dass dort unter 1%, wenn nicht gar 0 ist. Ja? Ja, darf ich die Frage an Sie, Frau Berger, weitergeben aus freundlicher Runde? Vielleicht können Sie uns schildern, warum Sie den Weg eingeschlagen haben, den Sie eingeschlagen haben? Ich bin Juristin und das Jurastudium ist sicherlich ein Studium manchmal aus Verlegenheit. Bei mir war es aber tatsächlich die Leidenschaft, warum ich Jus studiert habe. Ich wollte eigentlich bereits im Gymnasium damals Richterin werden. Das war irgendwie mein Traumberuf. Ich bin Richterin, ich bin geprüfte Richterin, habe aber gesehen, dass das nicht mein Lebensberuf ist und bin jetzt im Finanzministerium bei Zahlen, was schon im Gymnasium eigentlich nicht meine Leidenschaft ist, aber zwischenzeitlich absolut geworden ist. Technik hat sich für mich nie ergeben. Ich gebe auch zu, dass ich der typische IT-Nutzer bin, der sein iPhone hat, ein Junkie damit ist und wahrscheinlich 10 Stunden am Tag zumindest vor dem Computer sitzt und den Computer liebt zum Arbeiten, aber ich würde nie die Prozesse, die sich dahinter abspielen, hinterfragen, sondern der muss funktionieren. Dieser IT-affine Mensch oder eher nicht-affine Mensch bin ich. Also ich glaube persönlich, wenn ich das anmerken darf, glaube ich, braucht es einfach Vorbilder, weibliche, an die man sich orientieren kann und die auch dann jüngere Mädchen dann schon sehen und sagen, ja, das ist eine Möglichkeit, das kann man ergreifen, diese Richtung, weil bei mir waren Techniker nur Männer, aus einfach meine Vorbilder, die ich kannte und deswegen habe ich mich einfach dafür nicht entschieden. Wollten Sie was dazu sagen, Herr Losch? Ich?
dazu sagen? Ja, Sie haben gesagt, die Vorbildwirkung ist sicher ein Punkt. Ich denke mir aber auch, man muss da sehr vorsichtig sein mit Rezepten und Bewertungen. Also ich denke mir, dass wir in Österreich, was Jus, was Wirtschaftswesen betrifft, da durchaus schon sehr, sehr ein breites Gender-Spektrum haben an den Universitäten. Und jetzt so unbedingt hinzustellen, es ist jetzt noch so, es ist so viel wichtiger, im Bereich IT repräsentiert zu sein als im Bereich Pädagogik, würde ich jetzt gar nicht vielleicht einmal so von vornherein in den Raum stellen. Ne? Also wichtig ist, dass wir in den Leitungsfunktionen, auch in der Politik und in der Verwaltung, dass hier entsprechend dort, wo man auch an den Schalthebeln ist, dass man da Frauen auch zum Zug kommen lässt und dann eine gewisse Freiheit und wenn es vielleicht manche eher in kreativere Jobs oder in Jobs, die mehr mit Menschen im Direkten zu tun hat, ja, und wenn die Tradition in eine andere Richtung gegangen ist im IT-Bereich, ja, da muss man jetzt nicht unbedingt mit Gewalt und staatlichen Programmen Frauen in IT hieven, sage ich mir jetzt einmal, aber das ist auch eine vielleicht hausbackene Ansicht. Mir geht es, was ich einbringen wollte, vielmehr, wenn ich das Thema ein bisschen wieder woanders hinbringen darf, bei der ganzen Digitalisierung jetzt als Wirtschaftsvertreter, dass man schon sehr aufpassen muss mit der Komplexitätssteigerung. Es wurde ja gesagt, okay, ein Fahrschein für Straßenbahn ist ein Fahrschein für Straßenbahn und muss nicht meine gesamte Identität und vielleicht noch meinen ELGA-Gesundheitsakte mittransportieren. Das Problem ist, was ich schon sehe, dass es aber vielfach dann geschieht und auch verwertet wird und dass vielfach Elektronik oder digitalisierte Prozesse eine Vereinfachung für die Verwaltung ist, aber nicht unbedingt für die Wirtschaft oder für den Einzelnen. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ob es so viel einfacher ist, jetzt nehmen wir das Banking her, früher ist man vielleicht zum Bankschalter gegangen und hat gesagt, überweisen Sie mir da die 5 Überweisungen und der Bankschalterbeamte damals noch hat das gemacht, jetzt muss man sich halt selber und vielleicht am Abend noch in der Freizeit das halt eintipseln und ewig lange IBAN-Codes, was ein großer Durchbruch in Europa ist, sage ich mal, dieser einheitliche Zahlungsraum, aber es wird schon viel abgewälzt, oder ich denke immer an Statistik, ja, ist auch so eine Sache. Ja. Natürlich ist es einfacher, wenn die Formulare sozusagen nicht händisch ausgefüllt zurückkommen, sondern sie gleich online eingegeben wurden, dann ist sozusagen für den Rezipienten, für das Amt oder für die Unternehmen ist es einfacher, weil ich auf Knopfdruck das gleich sozusagen im digitalen Format habe. Für den Respondenten, ja, für das KMU, für den Bürger ist es nicht unbedingt einfacher. Ja. Da sage ich mir, da nehme ich lieber vielleicht einen händisch auszufüllenden Fragebogen, den kann ich auf der Veranda oder im Schwimmbad oder wo auch immer oder mit mal durchgehen. Hingegen, wenn ich mich einloggen muss vor einem Computer, auch das geht einfacher. Aber man muss schon hinterdenken, wird der Nutzen auch für den Konsumenten, für das Unternehmen und so weiter gefördert. Auch nicht ganz umsonst ist ja die Debatte jetzt auch nicht so einfach gewesen um die Einführung der Registrierkassen, ja, was sicher für sozusagen jetzt vielleicht ein Konfliktthema, das ist natürlich eine Idee der Steuerbetrugsprävention und so weiter ist, aber sozusagen für die Einzelhändler, die sich jetzt die Dinge besorgen müssen und die Systeme installieren, und ist es auch nicht unbedingt einfacher. Deswegen ist der Unmut natürlich teilweise in der Bevölkerung und bei den Kleinbetrieben schon zumindest, sage ich mal, verständlich, ja, ohne jetzt die Linie zu hinterfragen der Regierung. Darf ich da vielleicht noch kurz ansetzen? Der Herr Fandler hat vorher darauf hingewiesen, Budgetaspekte und so weiter, Kosten nutzen, man soll auch testen können, man soll Piloten machen können. Ich würde mich da jetzt aus budgetärer Sicht nicht prinzipiell dagegen verschließen, aber sozusagen, um jetzt den Bogen zu spannen, was der Sektionschef Losch gesagt hat, wir haben so viele Daten im öffentlichen Bereich, in den verschiedenen Registern, jetzt auf Bundesseite, auf Landesseite, auf Gemeindeebene, bei den Sozialversicherungen, und mir fehlt da vielfach die Kooperation, die Abstimmung, das Miteinander. Es hat jeder sozusagen sein Turmdenken, jeder sitzt auf seinen Daten drauf, jeder sozusagen ist auf das, was er hat, durchaus berechtigt stolz, aber sozusagen aus Budgetsicht wäre mir es ein Anliegen, eine stärkere Kooperation miteinander, eine stärkere Nutzung der vorhandenen Daten, weil ich glaube, dass da nicht nur aus
gesamtstaatlicher budgetärer Sicht Potenziale vorhanden sind, sondern auch das, was der Sektionschef Losch angesprochen hat, muss ich jetzt wirklich von den Unternehmen immer wieder erwarten, dass sie die Daten eingeben, die KMU, kann ich nicht, wenn ich ein bisschen breiter, offener denke, vorhandene Daten nutzen, Behördenwege auch dadurch vereinfachen, dass ich mich auf vorhandene Daten stützen kann. Sicherlich vor dem Hintergrund der datenschutzrechtlichen Aspekte zu sehen, die bereichsspezifische Personenkennziffer haben Sie angesprochen, sozusagen ist natürlich ein wichtiger Beitrag dazu, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen vom Turmdenken wegkommt in den Institutionen, auch bei den verschiedenen Ministerien, die Kooperation forciert und das nutzt, was da ist, jeder sozusagen aber auch seine Verantwortung für die Qualität der Daten wahrnimmt, ob das jetzt die Justiz ist, das Innenministerium oder auch das BKA, dann glaube ich, kann man auch für den Bürger viel machen und ein Plädoyer in diese Richtung wollte ich eben noch anschließen, weil ich glaube, den Mehrwert darstellen zu können nach innen und nach außen, ist, glaube ich, vielfach auch die Berechtigung, dann eben testen zu können und tun zu können. Ich glaube, an unserer eigenen Diskussion sieht man schon ein bisschen, dass wir sehr analog denken und das ist also stark vertikal, auch in Strukturen und da ist ja, glaube ich, Österreich auch mit seinem Föderalismus ein eigenes Thema. Und wenn man jetzt aus der Bildung heraus das sieht, also die Generation, da schaue ich einfach meine eigenen Kinder an, also so wie also ich früher die Hausübungen dann irgendwie in letzter Minute nachgeschrieben habe, das funktioniert, weil es das halt einfach nur in der Schule machen konntest, halt 5 Minuten vorher, das wird halt digital ausgetauscht. Und ich habe vor, glaube ich, 14 Tagen oder 3 Wochen zum Beispiel eine Kollegin aus Dänemark, habe das zu Hause auch erzählt, meine Kinder waren begeistert, wollten gleich auswandern, weil dort kriegt man den ersten iPad, wenn man in die Volksschule eintritt, den zweiten dann im Gymnasium. Ich meine, ich weiß, dass es erkauft ist, halt mit einer Abgabenquote von mehr als 60%. Aber ich glaube, die großen Hebel, ja, die sind schon genannt worden, nämlich das eine ist die elektronische Identität. Ja. Da haben wir was, aber ich meine, warum man das nicht schon in dem Zeitpunkt, wo man auf die Welt kommt, ja, kriegt in Österreich, verstehe ich bis heute nicht. Das zweite ist das Thema Datenschutz. Ja. Das ist ein bisschen die heilige Kuh. Ja. Natürlich, ich muss auch bei diesen Dingen erlauben oder halt nicht erlauben, ob jemand meinen Standard jetzt da quasi nutzen kann, um mir Informationen zu senden oder diese Informationen zu nutzen. Aber ich sollte das aktiv tun können. Und wenn ich sozusagen diesen Datenschutz auch einmal vielleicht ein bisschen anders denke, dann glaube ich, muss man sich ja nicht mehr lang über das Thema One-Stop-Shop, den man ja so in den letzten Jahren als fast fetisch in der Verwaltung und auch von der Wirtschaft gefordert, hier weiterverfolgen, sondern dann ist es in Wahrheit ein No-Stop-Shop, denn dann weiß ich, ich habe bestimmte Informationen, ja, und wenn eine Verwaltung die braucht, die Informationen, und eine andere Verwaltung die hat, dann ermögliche ich nur Zugriffe. Ja, und dann ist klar, dass alle Einkommensdaten und dass die baltischen Staaten, die da das vielleicht leichter auf die grüne Wiese bauen konnten, also für alle Einkommensdaten ist quasi der Informationsbroker dort das Finanzministerium. Und jede andere Verwaltung, ob Gemeinde, ob Landkreis oder was auch immer oder halt andere Bundesinstitution, greift auf die Verwaltungsdaten eben des Finanzministeriums, in dem Beispiel Einkommen, zu. Und wir schicken es über den Bürger im Kreis. Also ich glaube, das ist sozusagen der dritte große Hebel. Und der vierte ist, einfach auch Portale, und zwar gemeinsame Portale zu schaffen, wo ich eben mit einer elektronischen Identität, zum Beispiel als Unternehmer, es gibt das Unternehmensserviceportal, aber ich kann Ihnen sagen, weil ich ja dafür zuständig bin, wie mühsam es ist, da einen Prozess nach dem anderen, zum Beispiel die elektronische Neugründung, dort hineinzubringen, weil es eben so viele Partikularinteressen gibt. Also der vierte Hebel, neben noch einmal also dieses Thema elektronische Identität, Datenschutz, dann eben quasi jetzt Informationsbroker und Datendrehscheiben in einzelnen Bereichen zu machen, sodass es den Bürger, den Unternehmer nicht mehr braucht, ist eben diese Portallösung, glaube ich, der vierte große Hebel, auch in Richtung eben einer Modernisierung der Verwaltung. Und ich glaube, auch das, oder ich hoffe auch das, was die Politik jetzt unter dem Punkt Entbürokratisierung als einer dieser 5 Arbeitsschwerpunkte der neuen Regierung hier als Überschrift zumindest einmal und Schwerpunkt hier verlautbart hat. Der Herr Kitzwerfel wollte darauf reagieren. Dann. Also ich stützen. Es war jahrelang das Innenministerium die komplizierteste Struktur. Jetzt haben es wir. Und wir leiden darunter, dass wir
nicht nur Bundeslehrer haben, sondern Landeslehrer. Wir haben ja nicht nur Bundesschüler, sondern auch Landesschüler. Und hier die Daten zusammenzubekommen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, aus Schulverwaltungen für Volksschüler Daten zu übertragen in die Grundstufe 1, also in die AHS-Unterstufe Daten zu übernehmen. Dazu bedarf es einer gesetzlichen Regelung und man darf es nicht. Ja. Sogar so weit, wie wir die pädagogischen Hochschulen geschaffen haben, wo eine Nachfolgeinstitution, also das sind ja aus pädagogischen Instituten und entstanden, habe ich aus dem Alten, was das Neue geworden ist, das Alte gar nicht übernehmen dürfen. So, wir haben solche Strukturen und wenn man das einmal überwindet, ich setze jetzt sehr stark auf die Bildungsreform, da sind einmal 6 Kapitel drin, 5 sind relativ einfach, die eine, die die Medien immer reduzieren, das sind die Bildungsdirektionen, wer die Lehrer zuständig sein sollte. Ich hoffe, dass wir das demnächst überwinden können und ich bin auch froh, weil wir bauen also ein IAM-System auf, wo wir natürlich die Bundeslehrer kriegen aus dem Finanzministerium, aber nur. Das heißt, und die größte Fluktuation sind für mich aber die Kunden, das sind die Schüler, 1 zu 10 mehr, also 120.000 Lehrer, wo 40.000 aus dem Finanzministerium kommen, aber 80.000 nicht. Und möglicherweise kommen die jetzt hinein oder auch nicht, schauen wir mal. Aber wir haben 1,2 Millionen Fluktuationskunden, ja, die pro Jahr sich ändern. Und die im Griff zu bekommen, und da greift dann wieder der Datenschutz, der zum Zeitpunkt für solche Registersysteme immer auf Freiwilligkeit besteht. Das heißt, Freiwilligkeit heißt immer, parallele Systeme zu fahren, für den Fall, dass einer nicht mitmacht. Das heißt, ich muss dann auch ein Parallelsystem fahren und dann wird es teuer. Ich wollte kurz sagen, das Thema Datenschutz wurde da so ein bisschen als, ja, schon, man muss es dann berücksichtigen. Also nichts gegen ordentliche, gut aufgebaute, vielseitig verwendbare Daten auf der Verwaltungsseite, ich glaube, das ist wichtig. Ja. Aber sozusagen die Vorstellung, dass der Kunde kann entscheiden, welche Felder er ausfüllt, es ist doch nicht die Realität. Wenn Sie irgendwas bestellen, wurscht ob Booking.com oder wenn Sie ein iPad kaufen oder wurscht welches Programm, Sie haben nur die Möglichkeit auf Akzeptieren zu klicken. Ja, weil wenn Sie nicht auf Akzeptieren klicken, ja, dann kriegen Sie das Programm nicht, dann können Sie sich verabschieden aus der Welt. Also Sie müssen alle Bedingungen schon einmal von Apple oder wem auch immer schon einmal akzeptieren, um überhaupt das Ding so in Betrieb nehmen zu können. Ja. Wenn Sie irgendwas buchen, wenn Sie einen Flug buchen oder wenn Sie irgendwas buchen, Sie haben nicht die Möglichkeit. Es gibt manche, also Sie kennen die berühmten Felder sozusagen, die mit einem Sternl versehen sind, die können es nicht freilassen, sonst geht einfach, das ist eben, das kann, in der realen Welt kann man sagen, nein, das brauchen Sie nicht ausfüllen, ja, beim Handy. Im elektronischen System zwingt man sie dazu, alles preiszugeben. Oder sozusagen das, was der die Oberfläche designt hat, halt ausgedacht hat, das muss eingegeben werden, sonst geht es nicht weiter. Es gibt eben diese Opting-out-Variante, nur sehr selten, man könnte sie programmieren. Ne? Aber ich würde schon anregen, dass man diese Dinge sich wirklich überlegt oder dass man so einen Druck aufbaut, sozusagen, dass es müssen alle dabei sein und das Opting-out so erschwert. Das sind so Dinge, die, da könnte man schon sehr viel userfreundlicher und diese Sammelwut an Daten und dann auch, was die Bürger und Unternehmen dann denken und sich freuen. Und so sicher sind die Sachen ja nicht. Ja. Es sind die CDs aus den Banken rausgekommen sozusagen oder rausgeschmuggelt worden. Ich war letzten Herbst in Silicon Valley mit Google gesprochen. Es gibt pro Tag, der Chef Security Manager von Google, ein Österreicher, sagt, es ist täglich, gibt es 200.000 Hackerangriffe auf Google, auf das System und man kann nicht alle abwehren. Und was sich da abspielt, oder man auch das, um ins elektronische Zahlungssystem zu gehen, ja, die SEPA-Lastschrift, eine tolle Errungenschaft. Der Gegenpart ist, also um hier auch das Wissen unter die Leute zu bringen, die Bank überprüft jetzt nicht mehr, ob sie jemals die Ermächtigung für eine Lastschrift, für eine Einzugsermächtigung gegeben haben. Es kann im Prinzip jede Firma, irgendwo in Polen oder Portugal, die ihre Kontonummer und ihren Namen hat, kann einmal ein Geld von ihnen abbuchen, von ihrem Konto. Und jetzt müssen sie sozusagen im Nachhinein können sie das natürlich wieder zurückbuchen. Nur dann muss man schon wieder, der Kunde muss kontrollieren, ob ja nichts abgebucht wurde. Ja? Also da gibt es schon den Datenschutz, glaube ich, das muss man schon viel offener und wirklich, sozusagen wäre mein Plädoyer, kundenfreundlich, bürgerfreundlich, KMU-freundlich von Anfang an mitdenken und nicht sozusagen als, ja, und dann gibt es dann auch noch das Datenschutzthema, ja, und das man am liebsten aber nicht wirklich behandeln würde.
Losch, Sie haben Wirtschaft dargestellt. In der Verwaltung haben wir natürlich wesentlich höhere Datenschutzansprüche und die Realität in der Verwaltung ist damit auch eine andere. Ich kann nur bestätigen, was der Herr Magister Christoffel gesagt hat, wenn man sich anschaut, dass Sprachstandsfeststellungen im Bereich der Elementarpädagogik gemacht werden, diese Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen aber nicht weitergegeben werden können an die Volksschule und in der ersten Klasse Volksschule genau diese Sprachstandsfeststellung noch einmal gemacht werden kann, das ist dann schon für mich Bürokratie, die zu hinterfragen wäre. Und dazu führt der Datenschutz schon auch. Und ich glaube auch, dass hohe Datenschutzstandards sehr wichtig sind, aber sie führen halt vielfach, vor allem im öffentlichen Bereich, dazu, dass es ein Mehrwert, dass die Kosten steigen und dass der tatsächliche Mehrwert, der sich daraus ergibt, für mich nicht immer nachvollziehbar ist und das sollte man manchmal auch hinterfragen können und ich glaube, das wäre notwendig und man sollte es tun. Auch bei der Transparenzdatenbank Förderungen kämpfen wir immer wieder mit Datenschutzthemen und ich glaube, darüber sollte man schon diskutieren können. Darf ich noch einmal kurz zurückreden, das mal ansehen? So, jetzt einer nach dem anderen, bitte. Schreibe ich voll, ganz wichtig, ja, müssen die Länder mitmachen, ob es so wichtig ist, dass man von den Volksschülerinnen ihre Sprachenkompetenz, dass man die der Staat speichert und dass das Kind nicht vielleicht im Gymnasium oder in der neuen Mittelschule eine neue Chance hat und nur weil es mit 6 Jahren eine schlechte Beurteilung oder mit 8 gehabt hat, dass das dann im persönlichen, in der elektronischen Identität bis ins Berufsleben nachhinkt. Bin ich mir nicht so sicher, ob das ein legitimer Anspruch des Staates ist, über das 6- bis 10-jährige Kind die Sprachstandsfeststellung ewig zu speichern. Ne? Ewig gespeichert, ja. Habe ich nichts überhaupt. Gesagt. Überhaupt. Ja. Der Herr Ierschig, wolltest du noch was sagen? Also, wir haben jetzt die Diskussion hier verfolgt. Der Staat hat relativ lang mit sich selbst diskutiert. Die Wirtschaft ist jetzt nicht zur Sprache gekommen oder wurde berücksichtigt. Ich würde gerne vielleicht 2 Punkte, Aspekte machen. Das, was da diskutiert worden ist, der multimodiale mediale Zugang von Unternehmen oder für Kunden zu Leistungen von Unternehmen, ist ja gar nicht in Frage zu stellen, sondern ich muss dem Kunden heute alle Arten von Zugängen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr bieten. Ob das jetzt über digitale Service sind, Online-Service, Kundenservice, telefonischer Kundenservice, E-Mail, Facebook, was immer es ist, der Kunde hat das Recht und auch den Wunsch, innerhalb, wann immer er möchte, zu welcher Tageszeit auch immer, anzusprechen. Das ermöglicht jetzt auch zum Beispiel das digitale Service der Verwaltung. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, wie schnell werden die Dinge erledigt? Also heute, ich kann Ihnen sagen, bei uns ein E-Mail innerhalb von 24 Stunden nicht beantwortet, in der Energiebranche und wahrscheinlich bei vielen Unternehmen, führt zu einer Beschwerde. Ich überlasse es jetzt jedem, da zu diskutieren, wie lang die Bearbeitungszeiten bei manchen Services in der öffentlichen Verwaltung sind. Ich habe letztes Mal als Privatperson gehabt, 23. September bis Ende Mai, für eine normale Aktion beim Finanzamt. Ja, also auch da, Digitalisierung ist nicht alles, sondern ich muss dann nachher, Sie haben es gesagt, glaube ich, die Prozesse anschauen, auch dort automatisieren, schauen, okay, was kann rasch beantwortet werden. Und dann gibt es immer Out-of-Line-Situationen, die dann halt einer besonderen Beantwortung zuzuführen sind. Aber bei uns ist es zum Beispiel, Beschwerden dürfen nicht länger als 5 Tage dauern. Oder es gibt einen Zwischenbericht an den Kunden, weil die Situation wirklich so komplex ist. Aber es muss eine Rückmeldung erfolgen. Und das Zweite, weil Sie Datenschutz angesprochen haben, ich kann das nur unterstützen, was Sie gesagt haben. Wir stehen in der Energiebranche, jetzt gar nicht der Wettbewerbsbereich, sondern der regulierte Bereich der Netzbereich vor einer dermaßen großen Herausforderung, Smart Meter zu implementieren bei all unseren Kunden bis 2020. Wunderbar, sind wir vernetzt, wir können die Viertelstundenwerte von Ihnen haben, wir können schauen, welche Verbrauchsdaten Sie haben, nur wir wissen nicht, ob wir sie nützen können. Wir wissen nicht, ob wir zeitabhängige Tarife anbieten können. Wir wissen nicht, ob wir die Daten als Energielieferant von den Netzen bekommen. Und gleichzeitig heißt es, okay, 95% sollen einen Smart Meter haben bis 2020. Gleichzeitig wird von der E-Control gesagt, naja, es gibt da Opt-out-Funktion.
Also wenn man es nicht will, muss man es nicht nutzen. Die Frage ist, wozu implementiert man das dann mit einem relativ großen Kostenaufwand, wenn ich dann nachher die Daten nicht nutzen kann, sinnvoll für Angebote beim Kunden. Und wir werden das auch brauchen, wenn wir am Nachmittag einen Vortrag zu Smart Solutions, wir werden diese Dinge und diese Strukturen benötigen, um die Energiesysteme der Zukunft zu steuern. Und dazu müssen wir das Verbrauchsverhalten des Kunden kennen. Und da brauchen wir die gesetzlichen Vorgaben auch zum Beispiel im Datenschutzgesetz. Und dann kommt ganz zum Schluss, wenn wir von Geschäftsmodellen reden, unterstützt die Legislative und der Staat und die Politik disruptive und innovative Geschäftsmodelle, ja oder nein? Und wie schnell unterstützt er sie? Und wie rasch wird angepasst? Und ich glaube, das ist eine der Kernfragen, die wir uns stellen müssen, auch kritisch. Können wir überhaupt mit den ganzen Regularien und Verordnungen und gesetzlichen Regelungen überhaupt der Geschwindigkeit dessen, was am Markt sich tut, Schritt halten? Oder ist man immer um einen Schritt zu spät dran? Datenschutz, ja, nein. Also das war eine relativ einfache Sichtweise von Ihrer Art. Das gilt alles, was Sie gesagt haben, über 18 Jahre, wo man rechtsmündig ist. Ja. Wir haben 1,2 Millionen Schüler, davon sind einmal 1 Million unter 18. Also ungefähr 800.000 unter 14, das sind Sie überhaupt nicht. Da müssen die Eltern unterschreiben. Das ist einmal ein anderer Ansatz. Das heißt, da gibt es kein Opt-out in dem Sinn, sondern wenn ein Elternteil verlangt, dass es so nicht ist, und du hast eine gesetzliche Verpflichtung, dass du aber das teilnehmen musst. Das kannst du nicht freiwillig in Amazon bestellen, sondern du bist verpflichtet, in die Schule zu gehen. Und andererseits müssen deine Daten geschützt werden. Wir haben so einen Spezialfall jetzt mit den digitalen Schulbüchern, die ja jetzt mit Schuljahr 16, 17 kommen. Und das ist so eine Dreiecksgeschichte mit dem Familienministerium, der die E-Books einfach finanziert, dann mit der Wirtschaftskammer auf der anderen Seite, die mit uns gemeinsam dann die Plattform betreibt. Wirtschaftskammer macht dann die Schulbuchhändler plus die Schulbuchverlage und wir die schulseitige Sache. Und da geht es auch um die Identitäten wieder und wo wir datenschutzrechtlich sehr wohl schützen müssen, dass diese Profildaten, wenn einer einsteigt, das Buch lernt, bis zur vierten Seite kommt, mitgezählt wird, wie oft er das gelernt hat, ableiten kann, dass er es nicht verstanden hat oder wie auch immer, dann müssen wir dafür sorgen, dass genau diese Leistungserstellung oder die Leistungserbringung nicht in die Hände der Schulbuchverlage kommt, obwohl wir die gleiche Plattform betreiben. Und da müssen wir schon datenschutzrechtlich dann dafür sicherstellen, dass da nicht irgendwelche Werbebroschüren dann kommen, ich hätte jetzt ein gutes Englischangebot, weil ich weiß, weil du einen Fünfer hast. Und das sind dann die Prozessketten, wo dann sehr wohl Amazon, ja, nein, mache ich Opt-out, Sie dann wahrscheinlich als Elternteil als Erster kommen und sagen, das möchte ich nicht. So, das ist eine andere Perspektive darin, wo Datenschutz dann sehr wohl greift. Oder umgekehrt, wenn ich selbst rechtsmündig bin, zu sagen, mache ich oder mache ich nicht. Dann vielleicht noch. Also abschließend zum Thema Datenschutz, also damit es nicht falsch rüberkommt. Ich bin auch ein Verfechter des Datenschutzes. Ich glaube, man muss das in Österreich allerdings irgendwann auch ein bisschen zugespitzt sehen. Und zwar entweder bleiben wir bei diesem Verständnis, dann werden wir halt bei ein paar Dingen ins Hintertreffen kommen, weil die Prozesse wesentlich komplizierter werden und wir mit Staaten, die das halt nicht in ihrer auch Historie, in der Tradition haben, einfach am Markt in verschiedenen Bereichen und die Wirtschaft ist halt zunehmend digital, einfach nicht mehr mithalten werden können. Und ich glaube, dieser Frage muss man sich einmal stellen. Also ich war ja bis vor nicht allzu langer Zeit Geschäftsführer eines Fachverlages. Natürlich war dort immer die Cash-Cow eine lose Blattausgabe von irgendeinem, weiß nicht, Einkommensteuerkommentaren, was immer. Ja, klar, an dem kann ich festhalten, es war immer die Cash-Cow. Nur die Cash-Cow in Zeiten, wo halt immer mehr Information auch gratis ist, wo es Datenbankfunktionalität gibt, ist halt so, dass die Leute einfach, ja, und da kommt eben auch eine neue Generation in den Arbeitsmarkt hinein, die arbeiten halt anders. Und dann habe ich die Möglichkeit, sozusagen mit der alten Cash-Cow, die halt immer magerer wird, unterzugehen oder halt irgendwann ein paar grundsätzliche Paradigmen anders zu denken. Und ich glaube, diese Situation, und das ist jetzt natürlich nur zugespitzt auf das Thema Datenschutz, das gibt es in ein paar anderen Bereichen auch noch, denn ich meine, glaube ich, Sie haben gesagt, also die Smart Meter, Smart Government ist ja auch das große Schlagwort.
in Österreich sehr gefährlich, weil überall, wenn man mit Anglizismen kommt, ist man in der Verwaltungsreform gleich am Anfang gemeuchelt. Ja. Aber letztendlich, wenn also Industrie 4.0 und eben Smart-Technologien, also Smartphone ist anerkannt auch in der Verwaltung, so nebenbei gesagt, aber sonst, aber wenn da sozusagen die Verwaltung nicht mithält mit der Wirtschaft, ja, dann wird die Wirtschaft eben auch nicht allzu weit kommen. Und Sie haben, glaube ich, ein paar gute Beispiele dazu auch genannt. Und ich glaube, diesen Fragen muss man sich sehr offen stellen. So weit weg, das erspare ich mir jetzt. Ja. Wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt sehr ausführlich über Datenschutz und so weiter gesprochen. Das werden wir heute auch keine Lösung finden, glaube ich, dafür. Ich darf Ihnen abschließend noch eine Frage stellen. Und zwar, in letzter Zeit war die Politik ein bisschen, hat sich viel getan. Wir haben einen neuen Bundespräsidenten gewählt, einen neuen Bundeskanzler bekommen. Wir haben jetzt auch eine neue Bildungsministerin. Sie haben schon angesprochen, die Bildungsministerin, die Bildungsreform, Herr Christoffel. Was wird sich in Ihrem Ministerium ändern? Kann man irgendwie? Gehen Sie jetzt davon aus, von Erwartungen oder von Wünschen? Sie können Ihre persönlichen Wünsche, also, oder? Ich fange mit den Erwartungen an. Die Erwartung, neue Bildungsministerin kommt aus dem universitären Bereich. Und wir haben jetzt schon sehr viel Energie hineingesteckt in die Lehrerausbildung. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben da 14 pädagogische Hochschulen und seit neuem Pädagoginnenbildung neu gibt es Partnerschaften mit Universitäten. Das heißt, es werden Lehramtsausbildungen gemeinsam veranstaltet. Das Ziel ist, das Niveau zu heben. Und da erwarte ich mir eine engere Verknüpfung in Richtung Universität, dass man einerseits die Didaktik lernt, was man bei pädagogischen Hochschulen stärker hat, bis hin aber Universitäten, wo das Fachwissen einfach stärker ist. Ja. Also da erwarte ich mir was. Bei der Bildungsreform wünsche ich mir was. Ja. Dass dieses leidige Thema mit der Bildungsdirektion endlich einmal erledigt ist. Die anderen Sachen, die ja alle sehr vernünftig und ein breiter Konsens eigentlich schon da ist, wie Elementarpädagogik relativ früh zu beginnen, einen Bildungskompass zu machen, mit ab 3,5 Jahren, dass man einfach ein Screening aufbaut, da ist es eigentlich nur noch die Finanzierung offen. Also ich schaue wieder auf meine Seite daher. Das heißt, da wird es nur noch sein, zweites Kindergartenjahr, ja oder nein, zahlt das dann der Bund, zahlt das dann die Gemeinde, beziehungsweise gibt es diesen Bildungskompass, dass man dann einfach selektiv daran arbeitet, der das Bedarf und nicht alle über einen Kamm, das ist die politische Meinung. Dann in der Autonomie ist ein großes Thema, da wird man dann einfach fragen, wie viel Autonomie wollen wir zulassen in Richtung Entbürokratisierung. Darf ich noch weiter? Also Entbürokratisierung oder Eigenverantwortung in Personalauswahl, Finanzierung, aber auch in Pädagogik, also welche Freiräume bekommt man hier, da ist man auch relativ weit im Konsens. Und was halt offen ist, ist dann diese neuen gemeinsamen Schulen, die man bis zu 15% hat pro Bundesland dann ausprobieren kann. Das wird noch ein Thema sein einer längeren Diskussion. Was mich selbst betrifft, ist der sechste Kapitel, ist die Bildungsinnovation. Hier geht es darum, einerseits eine Bildungsstiftung einzurichten, dass innovative Schulprojekte gefördert werden können und auch Finanzierungsgelder da sind. Wir haben das jetzt schon begonnen mit dem BMFIT, dass wir in Breitbandinnovation 90 Schulen mit Tablets ausgestattet haben. Kommt sehr motivierend gut an. Und der zweite Punkt ist auch 2020 in jedes Klassenzimmer Highspeed-Internet. Und da sind wir jetzt schon dabei, auch mit Gemeindebund, Städtebund, da eine gemeinsame Lösung auszubauen. Das ist eine sehr breite Diskussion, aber wir werden Ende Juni die erste Empfehlung haben. Darf ich noch um ein kurzes Abschlussstatement der anderen Kollegen bitten, Herr Fander? Also in die Richtung der Frage, die Sie jetzt gestellt haben, ich nehme aus der heutigen Diskussion drei wesentliche Erkenntnisse mit. Ja, ich lerne immer dazu, das ist das Schöne, wenn man da sitzt. Erstens, wenn wir digitale Welten oder die digitale Welt denken und verstehen wollen, glaube ich schon, das hat sich für mich rauskristallisiert, dass eine elektronische Identität ein wesentlicher Part ist, auch ein Stückwerk, um zu einer weiteren Vernetzung zu kommen. Es wurden ja immer Parallelen
zeigt auch zu Identitäten, die ich bei verschiedenen Anbietern habe, wie Amazon oder Facebook und so weiter. Ja. Also ich glaube, ein elementarer Schritt wäre die gesicherte elektronische Identität, ja, die ich verwenden kann, wo ich selbst entscheiden kann, welche Attribute zeige ich her, ja, und wo ich eine gewisse Transparenz drinnen habe, also sehe, wer hat meine elektronische Identität verwendet. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Zweite Erkenntnis, Datenschutz. Datenschutzstandard ist nicht etwas, was wir diskutieren sollten, ja, sondern das nehmen wir als Maxime mit. Ja. Aber es ist sehr wohl zulässig, Datenschutz anders zu denken, nämlich im Sinne einer Transparenz. Also ich glaube, wir müssen weg von einer Informationsanfrage hin zu einer Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger. Ja. Also als Verwaltung oder als Staatlichkeit dann einfach proaktiver agieren. Ja. Und die dritte wesentliche Erkenntnis ist, Modelle aus der analogen Welt kann man nicht in die digitale Welt kopieren. Ja. Regulative, die auf verschiedenen Märkten gut funktionieren, ja, funktionieren in der digitalen Welt nicht. Ja. Da gibt es andere Mittel und Wege, um das zu steuern. Wir haben immer die Möglichkeit, über soziale Normen oder Softlaw zu gehen oder entsprechende Architekturen zu bauen. Ja, das sind die drei Punkte, die ich jetzt mal mitnehme, ja, und die ich mir eigentlich auch auf der politischen Ebene erwarte, ja, dass diese Themen adressiert werden. Danke. Ganz kurz in zwei Sätzen, Herr Bühler. Situation nutzen sollte als Verwaltung, um gemeinsam mit der Wirtschaft gewisse Dinge neu zu denken. Die Themen sind angesprochen worden. Privat wünsche ich mir nur, dass meine jüngere Tochter nicht bis 2020 auf ein Highspeed-Internet in der Schule warten muss, weil da ist sie fertig mit der Schule. Also mir ist vieles zu langsam. Ich weiß. Ich weiß. Sehr viel. Herr Lasch, ein Satz. Keine Wünsche an meine Bundesregierung. Wir haben, glaube ich, wir werden daran arbeiten, dass wir die Dinge auch weiterbringen und in der Regulierung, wie gesagt, für mich ist das der Unterschied, ist, wenn ich ein Wahlrecht habe, wenn ich in der Wirtschaft, wenn ich Opting-Outs habe, ist es was anderes, als wenn ich jemandem ausgeliefert bin, ob es jetzt ein Monopolist der Privatwirtschaft oder auch die Verwaltung ist, da gilt es dann schon sehr behutsam, die elektronischen Möglichkeiten zu designen. Ich glaube, das ist für mich auch eine wichtige Erkenntnis aus der Diskussion. Ich glaube, die Verwaltung steht mit ihrem Wissen bereit, wenn die Politik was umsetzen möchte, jederzeit mit uns, glaube ich. Wunderbar. Ein Abschlusswort? Ja, ich wünsche mir, dass man das umsetzt, was man immer sagt, wir wollen ein innovatives Land sein. Kompetenz liegt in der Forschung und Innovation. Ich sage jetzt nur eine Zahl, Breitbandausbau in Österreich, in Wien 7%, in Österreich 1%, in Bratislava über 50%. Schauen wir, dass wir die guten Leute und die guten Wirtschaftsunternehmen hier in Österreich halten und die notwendige Infrastruktur aufbauen, und das wünsche ich mir von der neuen Bundesregierung, dass man das auch umsetzt. Danke. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich darf mich bedanken für die anregende Diskussion. Vielen Dank. Dankeschön.